Gut. Ja. Es ist jetzt was Langes, gell? Ich sag dir gleich, verzweifle nicht. Ja. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Gudi, ja. Gudi. Grafik, nimm mich mit, geh du weiter. Um solche Sachen brauchst du dich mit dem Hund nie kümmern. Das mache alles ich. So, jetzt ist er verwirrt. Gut, zurück. Falsch. Komm zurück. Er schaut eh in die richtige Richtung. Aber das war, darum sage ich so, wenn euch was runterfällt, lasst es liegen. Falsch, los und wieder runter. Komm wieder runter. Schau, dass die Leine immer in der Luft bleibt. Ich glaube, ich muss dem nochmal geben. Nein, brauchst du nicht geben. Der weiß, was er sucht. Aber da war die Lotte auch oben. Er kennt den Geruch von seinem Buben, den hat er abgespeichert. Also, normal sollte jetzt reichen, wenn du den Namen von seinem Buben sagst und sagst, ja. Die haben ein paar hundert Gerüche abgespeichert, also die können sie ja zuordnen. Genau, Leine in der Hähe, super. Bring ihn zu dem Weg dort hin. Da zu dem Weg bringen. Schau, dass er dort hingeht. Wenn er in die Richtung hinstrebt, super, dann lobst du ihn. Drauf. Jawohl, genau. Jetzt ist er drauf und jetzt gehen wir. Beziehungsweise war das jetzt der Punkt, wo du ihn ein bisschen alleine lassen kannst, damit er weiß, er hat recht. Schau, der traut aber drauf wieder um. Brav. Super. Deine ein bisschen Spanner. Jawohl. Super ist er. Super, lob ihn. Weiter. Nein, nicht super. Nicht super. Wunderbar. Das bereden wir dann beim Auto. Gut ist er. Spitze. Na, er kehrt schon auf wieder. Kurz. Passt, der ist ignoriert, ne? Grüß dich. So, das war's. Brav war er, der Bruder.